Freunde, Baba. Es freut mich sehr, Sie heute hier so begrüßen zu dürfen und Ihnen persönlich mein Wahlprogramm und meine Person ein bisschen näher zu erläutern. Wie Sie jetzt schon merken, bin ich sehr nervös. Es ist nicht für mich selbstverständlich, auf der Bühne zu stehen, aber ich bin ein Bürger und möchte auch für die Bürger sprechen. Und ja, das ist mein Ziel. Kurz zu meiner Person, ich bin Gregor Meinisch, wie man uns schön erkennen kann. Bin am 6.7.1986 im Chor in Polen bei Skletschern auf die Welt gekommen und bin dann um 1990 mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen, 1991 dann auch nach Korbach und seitdem kann ich Korbach meine Heimat nennen. 2002 schloss ich dann meinen Hauptschulabschluss an der Louis-Peters-Schule ab und begann im selben Jahr noch meine Ausbildung zum Hochbaufacharbeiter. 2006 entschied ich mich dann, die Baubranche zu verlassen und wechselte zu Continental, wo ich dann ein Jahr später, 2007, zur Bundeswehr gegangen bin. Bei der Bundeswehr angekommen und auch gedacht, dass das mein Arbeitgeber für die Zukunft ist, da ich auch 2008 dann an einem KFOR-Einsatz, also Kontingent zur Friedenserhaltung im Kosovo teilnehmen durfte, stellte ich fest, was oder beziehungsweise was für ein Glück wir haben dürfen, hier in Deutschland leben zu können. Aus familiären Gründen musste ich dann leider die Bundeswehr verlassen, ging dann ein Jahr zu der Deutschen Post hier in Korbach und seit 2011 bin ich ein Familienmitglied der Contitech Schlauch GmbH hier in Korbach. Ja, ich habe auch Hobbys. Ich spiele sehr gerne Fußball. Hier habe ich auch meine ganze Jugend im TSV verbracht. Bin dann im Seniorenbereich, dann zum TSV Sachsenhausen gewechselt. War da ein paar Jahre aktiv. Und die letzten Jahre dann bei der SSG Insel Nordenbeck, wo ich dann auch als Spielertrainer Erfolge feiern konnte und verblieb dort, bis wir mit der TSV Korbach fusioniert haben. Ja, ich habe auch eine wundervolle Familie. Ich habe 4 tolle Kinder, eine wundervolle Frau, bin verheiratet. Meine Kinder, 2, beziehungsweise jetzt 3 geworden, Entschuldigung, 7 und 2x12. Wir halten uns ordentlich auf Trab. Vor allem möchte ich meiner Frau danken, die mich in jeder Situation tatkräftig unterstützt und mir bei jeder Lebenslage Halt gibt. Und ohne sie könnte ich heute hier nicht vor Ihnen stehen und für die Bürgerinnen und Bürger mich einsetzen. Ja, kommen wir zum ersten Punkt. Sicherheit und Ordnung. Und dazu möchte ich einmal ganz kurz die Kriminalstatistik Hessen, die jetzt vor kurzem rausgekommen bin oder ist, erläutern. Und zwar die Kriminalrate oder die erfasste Kriminalrate ist um 7,8% gestiegen, was sich nach viel anhört. Aber wenn man weiß, dass es die viertniedrigste Zahl ist seit 2 Jahrzehnten hier in Hessen, muss man feststellen, dass wir 16 Mal drüber waren. Vor allem der Judenhass seit dem 7. Oktober letzten Jahres extrem nach oben gegangen. Unter anderem aber auch häusliche Gewalt, Angriffe auf Einsatzkräfte, Sexualdelikte, Kindesmissbrauch. All das ist zu viel. Egal, wie die Statistik und die Zahlen es darlegen. Im Bundesvergleich sind wir sehr niedrig, laut Aussage unserer Landespolizei, aber in der Aufklärungsquote sehr hoch. Ich möchte mich für diese Punkte hier einsetzen und finde, dass Korbach in Zukunft auch bei dem Programm Kompass mit teilnehmen muss. Das Programm Kompass ist von der Landespolizei ins Leben gerufen worden, dass man mit der Polizei bzw. die Kommune mit der Polizei
verschiedene Modelle ausarbeitet mit mehreren Akteuren der Gesellschaft und sie dann auch umsetzt. Wie zum Beispiel Videoüberwachung, intelligente Beleuchtung, mehr Präsenz von Polizei und Ordnungsdienst oder Sicherheitsdienst und Notrufsein. Meines Erachtens nach gehört die Videoüberwachung in die komplette Innenstadt. Ich weiß, viele fühlen sich da ein bisschen in ihrer Privatsphäre eingeschränkt, was aber meines Erachtens nach eine falsche Darstellung ist. Weil wenn wir von Ordnung sprechen, die wir überhaupt gar nicht nachlegen können. Das beste Beispiel ist, wenn man morgens durch die Stadt geht und beim Hundehaufen ausweichen muss. Da kann das Ordnungsamt und die Polizei nichts tun. Damit könnte man gut gegen ihn vorgehen, aber auch gegen Vandalismus. Die Polizei und Ordnungsamt, egal wie sehr wir sie aufstocken, da können wir nicht gegen vorgehen. Mit unseren Bußgeldern von 50 Euro, ja, es tut mir leid, aber das ist einfach der Fall, dass die Rechnung nie im Leben aufgeht. Deshalb bin ich persönlich wirklich für eine flächendeckende Videoüberwachung. Aber auch intelligente Beleuchtung. Licht heißt bei Sicherheit. Viele Menschen, die vor allem im Sommer durch unseren Park spazieren gehen wollen, würden sich, glaube ich, erfreuen, wenn sie 100 Meter vorausschauen können und sehen, wer ihnen da entgegenkommt. Deshalb auch die intelligente Beleuchtung. Und da gibt es verschiedene Konzepte in anderen Städten, die wir uns abgucken können und die eigentlich, glaube ich, auch kostengünstig sind. Es ist eine einmalige Anschaffung, aber es gibt unterschiedliche Mittel wie Solar- und Speicherkapazitäten, die man dort dann wieder einsetzen kann. Notrufsäulen. Ich persönlich bin auch für Notrufsäulen. Alle paar Meter oder alle 50, so wie der Laternenmast steht, sollte auch eine Notrufsäule stehen. Es ist schön, wenn man manchmal im Konflikt ist, wo man nicht schnell das Handy parat hat, einfach zur Seite springen kann oder generell an eine Notrufsäule laufen kann, um einfach auf den Knopf zu drücken, wo man direkt mit der Einsatzstelle in Verbindung treten kann, wo man auch direkt die Positionierung diesbezüglich festlegen kann und der Person schnell geholfen werden könnte. Aber, liebe Gäste, es soll hier keine One-Man-Show sein von mir, ich will einen Austausch mit Ihnen. Es ist mir wichtig, dass auch Ihre Ideen sich hier mit einbringen, denn dafür stehe ich, für die Bürgerinnen und Bürger. Bitte, falls Sie Fragen haben, falls Sie Anregungen haben oder Ideen, melden Sie sich. Ihnen kann dann ein Mikro gebracht werden und äußern Sie sich. Das persönlich ist mir wichtig. Denn am Ende des Tages ist es eine Volksentscheidung. Ich bin für keine Partei und auch für keine Ideologie, sondern für die Bürgerinnen und Bürger und dessen Nöte und Sorgen. Deshalb lassen Sie uns bitte einen Tag guten Abend gestalten und verzeihen Sie mir bitte meine Nervosität. Ich habe gesehen, dass da hinten eine Hand hochgegangen ist. Ja, ich wollte was zur Videoüberwachung sagen. Ja, bitte. Warten Sie mal. Ich geht, auch geht ohne. Ich glaube, man versteht mich auch so. Die Videoüberwachung ist meines Erachtens sehr wichtig. Wenn nämlich nichts passiert ist, kann man alles wieder löschen und keiner muss sich beobachtet fühlen. Das ist völlig harmlos unter diesen Gesichtspunkten. Ne? Und wenn was passiert ist, kann man eben hinterher schauen, was war los. Und was die Mehrpräsenz von Polizei angeht, oder Sie hatten von Hundetrick gesprochen, noch viel schlimmer in Korbach ist die Sache mit den Kippen. Wenn ich 10 Minuten durch Korbach durchgehe, hätte ich, wenn ich wollte, 1000 Kippen gesammelt. Und das ist verdammt viel, wenn jede einzelne Kippe 40 Liter Trinkwasser vernichtet. Sodass also man überlegen muss, wann jemand präsent ist von der Polizei. Das Geld wäre dann super aufgehoben, wenn man bedenkt, jede Kippe ist 50 Euro wert. Ne? Also da hätte man wirklich dann mehr Ordnung. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und es gibt aber, wie gesagt, es sind ja nicht nur Zigaretten oder der Hundegut. Es sind so viele Vorfälle, die in der Innenstadt passieren, aber auch an wichtigen Gebäuden. Und dies geht einfach über, oder meines Erachtens nach, kann man dies mit einer Videoüberwachung sehr gut lösen. Ich glaube, das wäre im Allgemeinen die beste Lösung. Wie oft werden
Menschen zusammengeschlagen, wo man hinterher gar nicht weiß, wer es war oder wie viele Täter es waren oder was für ein Hintergrund dahinter steckt. Und wie gesagt, ich persönlich stehe dahinter, aber auch dieses Thema oder diese Punkte müssen in einer Gruppenarbeit ausgearbeitet werden, die Zahlen müssen stimmen, denn auch die Kommune hat nur ein gewisses Budget, was sie zur Verfügung hat und mit dem sie arbeiten muss. Und leider Gottes wird es die nächsten Jahre nicht mehr, also das Budget. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, haben Sie denn noch zu dem Punkt eine Frage oder eine Anregung? Ja, dann... Ja. Sie sind auf das Thema mehr Präsenz von Polizei, Ordnungsdienst und Sicherheitsdienst nicht wirklich jetzt eingegangen, weil wo wollen Sie die hernehmen? Es ist ja schon oft die Situation gewesen, man kann es ja immer wieder lesen, wenn auch was in Korbach ist oder war, dass es immer wieder heißt, wir haben gar nicht diese Präsenz an Ordnungsamt und Polizei, dass sie genau immer an diesen Orten sein können. Und das ist ganz viel. Jetzt im Moment ist Winter, aber wenn man oft ist der Stadtpark, ist oft eine Problematik. Hexengarten ist oft ein Problemfall, gerade so in den Sommermonaten. Und wenn irgendwas ist, hört man eigentlich immer, dass gar nicht genug Personal dafür da ist und die auch noch andere Dinge zu tun haben, als durch Korbach zu laufen und zu tun, dass dort alles friedlich ist. Ja, und da gebe ich ja auch vollkommen recht, die Polizei wird einfach vom Land kaputt gespart und das seit Jahren. Das ist einfach Tatsache, das muss man so sagen. Deshalb glaube ich nicht, dass wir mehr Einsatzkräfte kriegen, weil die richten sich dann auch nach den Statistiken. Und die Statistiken werden dann halt aber auch von vielen mittlerweile auf jeden Fall werden die Statistiken nicht so viel wahrgenommen, da man sagt, dass die schwarzen Ziffer, die Dunkelziffer viel, viel höher ist. Das sind ja nur registrierte Straftaten und nicht die Straftaten, die auch insgeheim passieren. Zum Beispiel häusliche Gewalt wird ganz oft nicht gemeldet, Sexualdelikte werden ganz oft nicht gemeldet. Und deshalb glaube ich, wenn, da würde das sowieso nur auf den Sicherheitsdienst hinauslaufen und nicht auf mehr Polizeipräsenz. Aber auch der muss ja finanziert werden und da ist es ja wieder die Frage, wie viel Geld ist für solche Dinge alles. Richtig, genau. Wie gesagt, all diese Themen müssten in den Gegenpool geschmissen werden und auch ausgearbeitet werden. Deshalb ist es für mich wichtig, dass die Stadt Korbach auch an dem Programm Kompass teilnimmt. Weil da arbeitet die Kommune wirklich eng mit der Landespolizei zusammen und verschiedenen Akteuren aus der Gesellschaft. Und die werden dann halt auch vom Land unterstützt. Auch möchte ich
alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Und das heißt auch die, die mit einem Migrationshintergrund seit 20, 30 Jahren hier leben und nicht direkt angesprochen werden. Und da ist es wichtig, mit dem Ausländerbetriebsrat zusammenzuarbeiten, sie zu informieren, mitzunehmen, denn das sind auch wichtige Teile unserer Gesellschaft. Wie man hier auf den Bildern gut sehen kann, gelbe Säcke mitten in der Altstadt oder mitten in der, im Zentrum Korbach in der Stadt, meines Erachtens nach ein unschönes Bild und bei ein bisschen Wind fliegt der ganze Müll quer durch die Gegend. Ich möchte mich für gelbe Tonnen einsetzen. Das hat die Stadt, ich weiß nicht, ob sie es verschlafen haben oder sich bewusst dagegen entschieden haben. Da habe ich mit der Firma Lobel, die dafür zuständig ist, für die Entsorgung der gelben Säcke telefoniert, die in Westlich sitzt. Und selbst die waren sehr verwundert, weil das ganze obere Hederteil sich für die gelben Tonnen entschieden hat. Und als ich denen dieses Problem hier geschildert habe, haben sie sich nur gefragt, warum die Stadt Korbach nicht eine Säcketonne anmietet. Das ist quasi eine Tonne, wo gelbe Säcke reingelegt werden können. Das kostet in der Mietung einmal 20 Euro. Und dann hätte die Stadt Korbach zumindest in der Innenstadt nicht das Problem, dass der ganze Müll quer durch die Gegend fliegt. Marketing und Social Media ist für mich sehr, sehr wichtig. Da muss die Stadt Korbach viel, viel mehr tun. Wenn wir die Innenstadt beleben wollen, mit verschiedenen Aktionen, dann muss das auch kundgetan werden. Es bringt uns allen nichts, wenn hier tolle Feste stattfinden, aber die Leute von außerhalb nichts davon mitkriegen. Ich bin für wirklich, vor allem im Sommer, für viele Aktivitäten zu haben. Und es muss nicht immer viel Geld kosten. Das muss es nicht. Man muss aber auf die Leute, auf die Akteure, auf die Vereine zugehen und die diesbezüglich ermutigen. Laut Statistik ist das größte Einkaufspotenzial bei jungen Familien gegeben. Aber wenn ich mir dieses Stadtbild anschaue, an Kinderunterhaltung, ist das ein Trauerspiel. Jetzt mal ganz ehrlich, ist das kinderfreundlich? Also ich habe selber vier Kinder und wenn ich mit den Kindern durch die Stadt gehe, dann geht es meistens nicht besser, weil die sich dann nirgendwo irgendwo beschäftigen können. Meine Idee ist es, vernünftige und kindergerechte Spielgeräte in die Stadt zu stellen, wo auch mehrere Kinder gleichzeitig spielen können. Denn da sind drei Kinder drauf und die anderen schauen nur zu. Und das kann es nicht sein. Auch da oben. Es ist eine schöne Fläche. Der Park ist im Großen und Ganzen schön geworden. Aber das, was da oben ist, ist ein Trauerspiel. Ist wirklich ein Trauerspiel. Aber da muss ich, so ein bisschen muss ich da auch die Stadt so in Schutz nehmen, weil die Bürgerinnen und Bürger in der Vergangenheit nicht so aktiv waren, wie sie es hätten tun sollen. Es wird hinterher immer gemeckert, hinterher wird immer mit dem Finger gezeigt, aber vorher hat sich niemand dafür interessiert und das ist einfach schade. Deshalb möchte ich auch, dass die Stadtratssitzung öffentlich gemacht werden. Nicht nur öffentlich als Raum, sondern ins Netz gekommen. Da, dass auch die Menschen, die bei den Sitzungen nicht dran teilhaben können, jederzeit im Internet darauf zugreifen können und sich diesbezüglich schlau machen können. Das ist mir wichtig und dafür möchte ich mich einsetzen. Aber auch, was man in großen Einkaufszentren ganz oft mittlerweile und immer mehr sieht, sind Bereiche, wo die Familien einfach mal die Kinder abgeben können, um in Ruhe zu shoppen. Hier könnte man zum Beispiel einen Leerstand dafür nutzen, um eine Kinderbetreuung zu organisieren. Wo bewusst die Eltern die Kinder mal für eine halbe Stunde, Stunde abgeben können, wo sie in Ruhe einkaufen gehen können, wo sie wissen, dass die Kinder gut betreut sind, in guten Händen sind. Das ist meines Erachtens nach sehr wichtig für eine moderne Stadt. Und das sollten wir definitiv umsetzen. Aber auch die Pacht und die Mieten sind ein Horror für viele Gewerbetreibende.
Verträge für 5 Jahre gefordert. Wie soll ein Kaufmann so lange planen können? Vor allem in einer Stadt wie Korbach. Die Mieten sind teilweise so hoch, dass man sich das gar nicht leisten kann, dass die Leute gar nicht sich trauen, was Neues auszuprobieren. Und das ist einfach traurig. Da muss mehr Flexibilität her. Ich weiß, wenn ich Bürgermeister werden sollte, dann kann ich das nicht beeinflussen. Aber ich muss den Dialog suchen. Ich muss auf die Pächter zugehen, ich muss sie ansprechen, ich muss die Leute animieren. Manchmal ist es besser, ein bisschen was zu haben über einen längeren Zeitraum, statt bewusst einen Leerstand zu bewirten. Dann kommen wir noch zu unseren Straßen, die ich glaube, wenn wir könnten, die nächsten 20 Jahre A10 Millionen in die Hand nehmen und von morgens bis abends Straßen sammeln. Sprich Südring, Schroter Straße, Fröbelstraße. Es gibt so viele Ecken, an denen eigentlich die Straßen wirklich unterirdisch sind. Und für mich gilt es da, nachhaltig zu arbeiten. Sprich nicht nur oben den Belag aufzureißen, sondern wirklich in einem Zuge Kanal, Strom, Wasser, alles auf den Prüfstand zu machen, damit die Straßen nicht alle paar Jahre aufgerissen werden. Vor allem ist mir auch wichtig, dass wir weiter unsere Buslinie beibehalten und auch erweitern. Alle Menschen, auch auf den Ortsteilen, müssen die Mobilität haben, von A nach B zu kommen. Aber auch wichtige Ortsgebiete, auch hier in der Stadt, müssen mit eingebunden werden. Da sehe ich zum Beispiel hinten beim Raiffeisen, Lalilu und Tierheim einen großen Bedarf. Kinder müssen teilweise 500 bis 600 Meter laufen, um wirklich ans Lalilu anzukommen. Und da ist zum Beispiel eine große Bitte gewesen von der Geschäftsführerin, dass man sich dafür einsetzt, und das möchte ich auch tun, damit Kinder, die aus Frankenberg hier hinkommen, nicht vom Bahnhof teilweise reinlaufen müssen oder wenn die Busverbindung es zulässt, trotzdem immer noch 500 Meter bei Wind und Wetter den Weg teilweise mit 2 Erzieherinnen nur zu bewältigen haben. Die kommen trotzdem klitschnass dort an. Auch das Tierheim würde dies begrüßen, wenn dort eine Bushaltestelle ist, weil das Tierheim, meine Damen und Herren, ganz, ganz viel aufs Ehrenamt angewiesen ist. Auf viele Kinder, die dorthin kommen, um die Tiere zu betreuen. Und wer es nicht weiß, das Tierheim hier in Korbach, das macht jedes Jahr zwischen 50 und 70.000 Euro minus. Es wird nur von Mitgliedern oder Mitgliedsbeiträgen finanziert. Und da müssen wir was tun, sonst geht das Tierheim in 5 Jahren den Bach unter. Das haben sie auch so ganz klar gesagt. Und das darf es nicht sein. Kommen wir mal ganz kurz zu der Klimaneutralität, die ja viele so für super wichtig halten, finde ich persönlich auch. Aber diese Ziele, die sich der Landkreis gesteckt hat für 2035, würde ich gerne, beziehungsweise ich habe da mal nachgefragt, aber keiner kann mir sagen, woher das Geld kommen soll, um dieses Klimaziel zu erreichen. Wenn man die Zahlen kennt, dann weiß man, dass das, wenn der Bund und das Land sich extra Geld diesbezüglich bezuschussen, nie was werden kann. Meines Erachtens nach sollten Sie erst im Vordergrund stehen, bevor wir jetzt hier anfangen, flächendeckend die ganzen Dächer, wenn die Statik ist, Photovoltaikanlagen aufs Dach zu hauen und an anderen Ecken teilweise gespart wird auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger. Da muss einfach viel, viel mehr vom Bund und Land kommen. Das ist einfach so. Und da muss man sich mit mehreren Kommunen zusammensetzen und dies auch angehen. Denn alleine steht man im Leeren. Denn die Sandy Köller, das ist eine Frau von der akademischen, ist eine akademische Mitarbeiterin und Doktorandin an der Hochschule für Technik in Stuttgart, hat letztes Jahr hier ein Pilotenprojekt gemacht.
Und da wurden von Zahlen gesprochen, die nie so erfüllt werden können, auch wenn die Statik und die Photovoltaikflächen gegeben sind, weil die Häuser gar nicht so weit energetisch saniert sind. Und meines Erachtens nach beißt sich da die Katze in den Schwanz. Ja, gibt es denn zu diesem Punkt von Ihnen eine Frage oder Anregung? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter. Ja, Vereinungsehrenamt. Meines Erachtens nach die wichtigste Säule in unserer Gesellschaft. Kein Verein, aber auch keine Jugendarbeit, keine Schwimmausbildung. Die Betreuungskraft würde ohne das Ehrenamt überleben. Sie leistet einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft und muss meines Erachtens nach auch von der Politik viel, viel mehr wahrgenommen werden. Es wird nicht ausreichend gewürdigt, das weiß ich. Aber da gilt es auch, unseren Kindern beizubringen, auch mal Danke zu sagen. Mir ist es ganz oft vorgekommen, dass zum Beispiel auf dem Sportplatz die Flaschen hochgebracht bekommen, die Trainingsanzüge, die Trikots gewaschen bekommen und da kommt dann nicht mal ein Dankeschön mehr, weil es einfach selbstverständlich geworden ist. Und das ist traurig. Das ist ein Thema, was wir generell viel, viel mehr in den Vordergrund ziehen müssen. Denn auch wenn wir das Ehrenamt verlieren sollten, und das ist nun mal die alte Generation, die das zum größten Teil ausübt, verlieren wir auch viel Tradition, vor allem auf den Ortsteilen. Es sind diese Feste, die wir pflegen müssen. Bürokratische Hürden hindern uns aber auch teilweise daran, Ehrenamt auszuführen. Und das ist das Traurige. Auch da möchte ich gegen vorgehen, um einfach der Bürokratie so ein bisschen den Riegel vorschieben. Lasst doch die Menschen machen, wenn sie helfen wollen. Egal, ob es in der Schwimmausbildung ist, ob es im Verein ist, die Menschen müssen diesbezüglich gefördert werden. Wir müssen die Bedeutung einfach mehr wertschätzen und anerkennen. Und für mich gehört auch das Ehrenamt auf die große Bühne. Wir haben zwar den Tag des Ehrenamtes, da hat das letzte Mal im Museum beim Altstadt Kulturfest stattgefunden, aber der gehört auf die große Bühne. Der muss geehrt werden. Da müssen auch die Politiker mal für eingeladen werden, um zu zeigen, wie wichtig das Ehrenamt und wie wichtig die Vereine sind. Denn auch in Zukunft, was die Vereine angeht, ist es eine freiwillige Sache der Kommune. Es ist keine Pflichtaufgabe der Kommune. Und wenn wir uns dafür nicht einsetzen, werden auch viele Vereine, vor allem auf den Ortsteilen, verloren gehen. Gibt es diesbezüglich noch Fragen oder Anregungen? Klein und groß. Ich glaube, da hat die Korbach in den letzten Jahren ganz, ganz viel für getan. Wir haben tolle Kindergärten, wir haben viele neue Kindergärten, aber was vergessen wird, sind teilweise die Tagesmütter. Die müssen auch von der Kommune gefördert und unterstützt werden. Egal, ob es bei den Spielplätzen oder Spieleinrichtungen sind, ob es auch mal der neue Sand einmal im Jahr ist, Salz im Winter, das alles müssen Tagesmütter teilweise alleine stemmen. Und da gilt es mehr Unterstützung zu leisten. Aber auch für bessere Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen möchte ich mich einsetzen. Es ist schön und gut, dass junge Erzieherinnen schwanger werden, aber dann heißt es für den Kindergarten und für die Kinder, dass sie 3 Jahre zumindest, mindestens 3 Jahre verlassen.
Und da müssen wir flexibler gegen vorgehen, weil es mir auch persönlich schon vorgekommen ist oder dass ich es persönlich miterlebt habe, dass teilweise dann ganze Kindergartengruppen auseinandergerissen werden. Da müssen wir flexibler sein. Und ich glaube, dass wenn man dort auch mit den Mitarbeitern spricht und sie animiert, flexibler zu werden und vielleicht auch mit einer kleinen Entlohnung diesbezüglich lockt, könnten wir da gut gegensteuern. Bei den Jugendlichen bis 18 sehe ich ein kleines Problem. Das stimmt. Die unterhalten oder treiben sich lieber eher im Park rum oder im Hexengarten oder am Bahnhof, weil die ja teilweise hier wirklich nichts haben. Das Jugendhaus ist eine schöne Einrichtung, aber das war's auch. Du kannst hier nicht rausgehen, um mal aktiv zu werden. Deshalb wäre es in meinem Sinne, das Jugendhaus umzusiedeln, wenn es möglich ist, natürlich, und der finanzielle Spielraum gegeben ist, runter in den Park. Da, wo man auch direkt rausgehen kann, wo man eine große Fläche hat, wo man auch draußen aktiv sein kann. Und da glaube ich, dass man, wenn man mit den Jugendlichen zusammenarbeitet und auch mit anderen Akteuren in der Gesellschaft, könnte man da wirklich vieles, vieles bewegen. Es ist wirklich wichtig, die Jugend hier zu halten. Wenn eine Stadt uninteressant für die Jugendlichen ist und die Jugendlichen einmal weggehen, warum sollten sie denn wiederkommen? Und das ist es, worum es geht. Wir müssen unsere Jugend versuchen, hier zu halten. Gibt es diesbezüglich noch Fragen oder Anregungen von Ihnen? Ja, bitte. Ich habe noch eine Frage, was das Bild da rechts oben anbetrifft. In der Nähe davon ist jetzt ein riesengroßer Baum gefällt worden. Ja. Sieht fürchterlich aus, obwohl der Baum gesund war. Die Äste sind inzwischen weg, aber diese blöden Spuren von den Fahrzeugen sind immer noch da. Und wenn Sie im Hexengarten gucken, ist es genau dasselbe. Man hat so breite Fahrspuren von den städtischen Fahrzeugen. Und das kann es nicht sein. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass Jugendliche ihren Dreck nicht wegschmeißen und die Leute von der Stadt machen überhaupt nichts und lassen diese blöden Spuren Ewigkeiten da stehen? Also erstens sollten wir so fahren, dass es nicht passiert. Ich wohne schon sehr, sehr lange in Korbach und das war früher nie so, dass es da irgendwelche blöden Reifenspuren gab. Und wenn das aber passiert, dann sollen sie eine Hake mitnehmen und ein Rechen und sollen das gleich wieder in Ordnung bringen. Das ist machbar. Ich kann nicht als städtischer Mitarbeiter, wer auch immer das jetzt ist, die ganzen Spuren liegen lassen und dann erwarten, dass andere Leute weniger Müll machen. Und da wäre die Frage, was könnte man da unternehmen? Ja, der genaue Sachverhalt ist mir nicht bekannt. Aber ich glaube nicht, dass unsere Mitarbeiter aus der Stadt dies absichtlich machen. Ich glaube schon, dass sie Acht darauf geben, dass sie ihre eigene Arbeit nicht kaputt machen. Aber wie gesagt, diesen Sachverhalt kenne ich nicht. Ich bin nicht vor Ort gewesen. Ich weiß nicht. Dann gehen Sie einfach mal an der Stelle gucken. Ne? Denn wie gesagt, ich wohne seit über 50 Jahren in Korbach und das war früher nie so. Das ist erst die letzten paar Jahre. Ja, haben Sie bezüglich klein und groß noch Anregungen und Ideen? Ich hätte nur die Frage, also ich finde das eine tolle Idee, dass Sie sagen, die Kinderbetreuung sollte flexibler werden. In meinem Verständnis bedeutet mehr Flexibilität, mehr Personal. Und andere, richtig. Ja, wo kommt das Personal her? Also welche Idee haben Sie da? Ja, da sind wir mit dem Vorbildseminar ganz gut aufgestellt. Aber man muss auch Richtung Land ansprechen, oder beziehungsweise das Land muss man ansprechen, dass auch die Möglichkeit oder der Quereinstieg in diesen Beruf viel leichter gestaltet werden muss. Ich glaube, es gibt viele Frauen, die über 40, die ihre Familienplanung abgeschlossen haben, vielleicht nochmal einen Umsprung gerne machen würden, aber aus verschiedenen Gründen wird denen einfach da die Riegel vorgeschoben. Unter anderem wird dann gefordert, wie das Abitur vorzuweisen oder ein soziales Jahr. Sie selber wissen, glaube ich,
wenn sie jetzt auf einmal ihren Beruf aufgeben müssen und es dann nochmal ein soziales Jahr machen, wer bezahlt denn ihre laufenden Kosten? Und da, da bin ich der Meinung, muss das Land auch gegensteuern, um einfach den Quereinstieg leichter zu ermöglichen. Aber das ist ja ein Unterschied für mich, ob ich eine Betreuungstagesmutter habe auf der einen Seite oder wie wir jetzt vom Kindergarten sprechen. Also im Kindergarten ist ja, da haben sich ja über diese vielen Jahre ganz viel geändert, das ist schon ja sehr pädagogisch. Das heißt, da muss ja schon auch ein enormes Fachwissen sein. Im Prinzip erzieht ja heute der Kindergarten schon mit die Kinder. Und da finde ich schon, da stellt man ja auch in den Scheffel. Auf der einen Seite machen die wirklich eine sehr lange pädagogische Ausbildung, die Erzieher. Und dann hole ich Leute als Quereinsteiger. Die können natürlich auch einen Isolierungsjob eigentlich in Anführungsstrichen machen. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Sie müssen das soziale Jahr vorweisen, um überhaupt die Ausbildung beginnen zu dürfen. Weil wenn man die Ausbildung beginnt, kriegt man eine Unterstützung. Solange man die Ausbildung nicht beginnt, also sprich das soziale Jahr machen muss, um die Ausbildung zu beginnen, stehen Sie das ganze Jahr einfach da. Und die laufenden Kosten tragen Sie trotzdem. Darum geht es einfach. Um den Quereinstieg für die Ausbildung leichter zu gestalten. Ja? Als jemand, der eine ganze Weile Verantwortung für die Kindergärten oder einige der Kindergärten Korbach hatte, würde ich sagen, man muss die Perspektive aber auch deutlich aus Sicht der Erzieherinnen nehmen, weil sie fordern eine hohe Flexibilität von denen, sie fordern, dass ihre Ausbildung nicht so qualifiziert sein soll, damit leichter Einsteiger kommen. Nee, das habe ich nicht gesagt. Die Ausbildung müssen sie ja trotzdem. Ja, aber also nach meiner Erfahrung ist es so, wir haben einfach zu wenig Leute, die im Erzieherinnenberuf oder Erzieher, es gibt ja auch Männer in dem Bereich, wählen wollen und die Attraktivität dieses Berufes ist zu gering. Und was die Entlohnung angeht, wir bezahlen ja nach Tarifen, da ist es ja sehr deutlich geregelt, was wir den Menschen zahlen. Das ist kein sehr fürstliches Gehalt im Erzieherbereich. Also dazu sagen, wir müssen einfach so ein bisschen flexibler sein. Das scheint mir etwas kurz gegriffen, oder? Also dass wir, was Sie beschrieben haben, ist ja die Organisation der Gruppen zum Beispiel. Ja. Ich weiß aus den Gesprächen, die ich da geführt habe, Sie beschreiben die Situation, wenn jemand, eine Erzieherin wird schwanger, sie muss von einem auf den anderen Tag aus der Gruppe rausgenommen werden, aus Schutz für sie und für ihre Gesundheit. Und da muss sehr schnell reagiert werden. Jetzt von den anderen zu fordern, dass die das bisschen mal mitmachen sollen, oder so klang es für mich zumindest. Nein, für mich wäre es wichtig, dass es 2, 3 Angestellte mehr gibt, die dann diese Stelle besetzen können. Die halt von Kindergarten zu Kindergarten springen, das meine ich mit Flexibilität, die jetzt nicht nur an einen Kindergarten gebunden ist. Natürlich finde ich, dass die Mitarbeiterinnen auch besser entlohnt werden müssen. Aber auch das Pflegepersonal. Aber wer gibt das denn vor, wer wie viel verdient? Man kann ja auch übertariflich bezahlen. Aber das muss man dann hinterher auch rechtfertigen können. Und da ist einfach der Fehler in unserer Gesellschaft. Ich kann doch nicht sagen, dass jemand mit einem Meisterbrief mehr wert ist wie die Pflegekraft. Weil es ist einfach so, sie können auf der Schulbank der Beste sein. Aber in der Theorie oder in der Praxis eine riesengroße Niete. Ich glaube, kein Bürokaufmann könnte die Pflegekraft ersetzen, selbst wenn er das Dreifache bezahlt bekommen würde, weil es einfach Arbeiten sind, die mit der Psyche zu vereinbaren sind und das können sie nicht studieren. Deshalb ist das sowieso generell ein großer Fehler unserer Gesellschaft zu sagen, ich bin mehr wert, weil ich auf der Schulbank besser bin, wie du, der auf der Schulbank vielleicht nicht so gut ist, aber dafür andere Fähigkeiten besitzt. Eine Pflegekraft, eine sehr, sehr wertvolle Arbeitskraft, die in unserer Gesellschaft auch unterbewertet ist. Aber da ist es, wie gesagt, das kann kein Bürgermeister, das kann keine Kommune ändern, das ist einfach unsere Gesellschaft. Und da, oder beziehungsweise vom Bund und Land, da muss erstmal was kommen, bevor wir hier vor Ort Veränderungen tätigen können.
ist ja beim Kindergarten genau das gleiche. Ja. Und wenn wir beim Kindergarten sind, können wir ja bei der Pflege gleich weitermachen. Da haben wir ja dasselbe Problem, da fehlt ja auch Personal an Einrichtungen und Händen. Richtig. Und dafür müssen wir auch mehr werben. Es ist einfach so. Die Berufe, ich war hier am Haus am Nordwall, habe mich dort erkundigt, ich habe auch eine Rundführung bekommen, wie stolz teilweise einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihren Beruf sind. Aber dann gibt es auch wieder die Kehrseite, die es nicht sind. Die es teilweise machen, um ihre Kosten zu finanzieren, um ihre Kosten zu decken. Und das sieht man auch bei ganz, ganz vielen Menschen im Gesichtsausdruck. Aber das ist wirklich ein Problem unserer Gesellschaft. Die Anerkennung, die Akzeptanz. Ein Wort, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist dieser gesellschaftliche Stellenwert. Aber das ist so. Viele Leute werden diesbezüglich auch schon von vornherein verurteilt. Hast du was, bist du was. Hast du nichts, bist du nichts. Das ist ein Fehler unserer Gesellschaft. Wie viele Menschen, die seit 20, 30 Jahren hier leben, sich integriert haben, wirklich sehr, sehr viel getan haben. Und nur weil sie einen Migrationshintergrund haben, werden sie für gar nicht für voll genommen. Auch ich wurde bezüglich meiner Person oder meiner Kandidatur belächelt von vielen. Mag ja sein. Ich weiß, dass ich nicht die Vita oder auch nicht das Reden beherrsche oder in der Champions League damit spiele, das nicht. Aber ich weiß meine Aufgabe. Ich weiß, dass ich für die Bürgerinnen und Bürger tätig werden will. Ich weiß, dass ich für keine Fraktion, für keine Partei oder für sonst irgendjemanden arbeiten möchte, sondern für mich wirklich den Nöten der Bürgerinnen und Bürger annehmen möchte. Und dafür stehe ich. Mit dem Finger auf andere zeigen, das ist einfach in unserer Gesellschaft. Und das erlebe ich ganz, ganz oft. Andere belächeln, andere über andere schlecht reden. Aber sich hinzustellen, ich bin auch, für mich ist das erste Mal, dass ich vor so vielen Menschen spreche. Ich denke mal, meine Nervosität kann man sehr gut ansehen, aber ich stehe dazu. Und das müsste es doch viel, viel mehr in unserer Gesellschaft geben. Das müsste auch viel, viel mehr von Leuten gefordert werden, sie mitzunehmen, sich ihre Meinung anzuhören und nicht nur, er hat eine andere Hautfarbe oder unten weg. Oder ja, ja, erzähl mal. Aber das ist doch unsere Gesellschaft. Und da müssen wir gegensteuern. Da beschweren wir uns, AfD, so viele Punkte, so viele Prozente. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und das ist ja das Traurige. Wir müssen endlich mal alle die Augen ein bisschen öffnen und miteinander arbeiten, füreinander. Und nicht diese Ellenbogengesellschaft, ich bin besser, du bist scheiße, ich habe einen besseren Beruf, ich verdiene so viel. Was soll denn das? Wer gibt jemandem das Recht zu sagen, er ist besser als er? Keiner. Keiner hat das Recht, sowas zu sagen. Ich finde das gut, dass Sie das machen. Dankeschön. Weil ich glaube, das ist was. Ich finde das gut, dass in dieser Bürgermeister mal so viele da sind, die sagen, wir kandidieren. Und da gehört was zu. Und wenn Sie nervös sind, finde ich das nicht schlimm. Das macht Sie menschlich. Man muss dann gucken, wie sind die Argumente bei der Einzelnen. Ich bin gerne hier. Ich danke, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen zu dem Thema? Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir noch. Ja, Gesundheit und Pflege. Wie viele vielleicht mitgekriegt haben, haben wir ein Krankenhaus, Stufe 2. Was heißt zum Beispiel, was es heißt, erweiterter Unfallversorgung. Und es ist wichtig, dass wir das auch haben, weil nur so können wir für die Zukunft gewährleisten, dass unser Krankenhaus auch vergrößert und verbessert wird. Das ist diese Grundvoraussetzung, Notfallstufe 2. Und da habe ich mich auch mit ein paar Mitarbeiterinnen unterhalten und musste feststellen, dass auch dort viele Mitarbeiter sehr unzufrieden sind. Die Stationsleitung in 5 Jahren 5-mal gewechselt.
die Einarbeitung eine riesengroße Katastrophe. Jeden Oktober wird neues Personal eingestellt, dann dürfen die Kandidaten 3 Wünsche äußern und raten Sie mal, wie viele Wünsche im Durchschnitt erfüllt werden. Genau. Die schöne Null. Also warum schreiben die Mitarbeiterinnen oder warum wird das gefördert oder verlangt, dort 3 Wünsche zu äußern? Nur damit es in der Statistik steht. Da möchte ich auch gegen gehen, dem möchte ich mich annehmen. Aber auch, in der Ausbildung ist es für mich wichtig, dass die Leute viel, viel mehr in die Pflege gehen. Jetzt wird ungefähr, ich glaube, das ist mit 100 Stunden festgeschrieben. Ich glaube, oder viele möchten auch viel, viel mehr in die Pflege gehen, um einfach den Beruf ein bisschen mehr kennenzulernen und zu vertiefen. Auch da kann man nicht als Bürgermeister gegen vorgehen, auch da ist das wieder eine Ländergeschichte. Aber das sind solche Sachen, die in der Kommune anregen kann, die in der Kommune ansprechen kann, auch auf Landesebene. Ja, wie gesagt, ich war auch am Haus am Nordwall, habe mich da ein bisschen erkundigt. Und da ist es zum Beispiel wichtig, dass das Personal sehr gut geschult ist. Es ist ja nicht nur Pflegekraft, was dort oder was die Menschen beherrschen müssen. Sie müssen sich aber auch die Nöte und die Sorgen der Person anhören. Sie müssen auch gewisse Medikamente verabreichen können. Teilweise auch Spritzen setzen. Es ist viel, viel mehr als nur Pflege. Und das muss von uns allen viel mehr ja, beworben, aber auch anerkannt werden. Es sind Berufe, die sehr, sehr wichtig für unsere Gesellschaft sind. Jeden kann es irgendwann mal von uns treffen, dass die Kinder sich um uns nicht kümmern können. Dann können wir doch froh sein, wenn es eine Einrichtung gibt, A, die erstmal bezahlbar ist und B, wo man weiß, dass das Personal wirklich mit Lust und Freude zur Arbeit kommt und nicht dort die Menschen abserviert wie am fließenden Laufband. Auch die Bezahlung ist sehr, sehr wichtig, aber auch da ist man als Kommune eingeschränkt. Und auch da gilt es, ständig beim Land, beim Bund zu betteln. Und das muss ein zukünftiger Bürgermeister auch tun. Er muss die Ärmel hochkrempeln und dann heißt es nicht nur Ja und Amen, sondern auch mal Nein sagen. Auch mal wirklich sich für die Bürgerinnen und Bürger mit anderen Kommunen in Dialog treten und sich für die Belange der Menschen einsetzen. Es ist auch so, dass wenn der Land sagt, so ist es, was viele Ja und Amen sagen müssen oder tun. Aber ich glaube, dass wir als Gemeinschaft mithilfe der Bürgerinnen und Bürger da auch irgendwo und langsam ist es wirklich Zeit, da ein Zeichen zu setzen, dass es Schluss ist mit diesen Einsparungen, die getätigt werden. Und auf der anderen Seite hören wir, wo die ganzen Gelder hingehen. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Aber wann wollen wir aktiv werden? Wann? Wenn es zu spät ist, dann müssen wir auch nicht mehr auf die Straße gehen. Haben Sie denn hier bezüglich noch Fragen? Thema Werben und Ansiedeln neuer Ärzte. Können Sie konkret dazu was sagen? Ja, und zwar ist es wichtig, dass wir neue Ärzte herholen. Und wie tun wir das? Die wachsen ja an keinem Baum, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, wenn man da mit der Ärztekammer spricht, vor allem wenn man den Generationswechsel mit bestehenden Ärzten in Kommunikation trifft, die kennen sich doch untereinander am besten. Der Lambrosis oder beziehungsweise der ehemalige Beccarici hat es doch ganz gut mit dem Lambrosis hingekriegt. Und ich glaube, das muss weiter gefördert werden. Die Kommune, der Bürgermeister, Stadtrat, Magistrat muss auch auf die Ärzte zugehen können. Ich würde es zum Beispiel begrüßen, wenn man den zum Lambrosis oder den
anspricht und sagt, hier hör mal, möchtest du nicht vielleicht mit deiner Einrichtung, mit deiner Praxis umsiedeln? Wie wir alle wissen, mit der Labors ist es sehr oft und von sehr vielen aufgesucht. Nur wenn man dort bei jemandem einen Termin hat, können sie auch gleich einen Termin bei Langerzit machen, um sich eine Delle aus dem Auto zu ziehen. Das ist so. Und das ist für die älteren Bürgerinnen und Bürger einfach schade. Ich glaube, man sollte die Ärzte generell sehr bündeln auf einen Punkt, damit auch die ältere Bevölkerung nicht von A nach B fahren muss, quer durch Körper. Es sind unnötige Wege, die getätigt werden, nur weil Ärzte so weit auseinander sind. Da müsste auch in Zukunft besser geplant werden, um sie wirklich relativ dicht beieinander zu haben. Aber jetzt auf Ihre Frage, ja, man muss da mit der Ärztekammer in Verbindung treten, aber auch jungen Leuten direkt nach dem Studium Korbach schmackhaft machen, dass es mehr heißt, wie nur eine Praxis hier zu eröffnen. Hier kann man wirklich ein tolles Leben aufbauen. Vielleicht auch mal mit einem bisschen günstigeren Wohnraum, mit Zuschüssen für die Einrichtung. So müssen wir versuchen, Ärzte nach Korbach zu holen. Indem ich irgendwelche Ausschreibungen tätige oder einfach so Anrufe mache, das bewegt keine Angst. Also eine andere Frage, haben Sie als Bürgerin sich mal informiert, warum die Kinderärztin hier im Stadtkrankenhaus zugemacht hat? Dann tun Sie das mal bitte, oder? Dann bin ich mal auf die Antwort gespannt. Und das ist es. Das ist es, die Transparenz fehlt. Die Transparenz fehlt. Und mit der Antwort, die kann ich Ihnen jetzt nicht geben, aber mit der werden Sie nicht zufrieden sein. Da gebe ich einen Brief und Siegel. Und dann werden Sie sagen, dass das ein Unding ist und dass das wieder auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger ist. Und das geht es nicht. Wir müssen generell mehr Transparenz an allen Schichten bekommen. Das ist, für was ich stehen möchte. Natürlich ist es schwer, neue Ärzte zu holen, aber wie wurden denn in der Vergangenheit neue Ärzte angeworben hierher? Genau, die Ärztekammer, die wurde nicht angerufen. Es wurde auch nicht an die Uni gegangen und versucht, die Ärzte direkt nach dem Studium hierher zu holen. Das wurde auch nicht gemacht. Man muss ja teilweise dort nur anrufen, dann erfährt man ja die Antwort. Woher wissen Sie das denn? Weil ich dort angerufen habe. Man kann ja bei der Ärztekammer anrufen. Das kann jeder Bürger tun. Aber die Frage ist, wie hat man in der Vergangenheit versucht, Ärzte hierher zu holen? Und das waren zum Beispiel meine Ideen. Ob es die richtigen sind, das weiß ich nicht. Aber ich habe angerufen, ich habe da mal nachgefragt. Und da hat nie eine Kommune angerufen. Aber das ist doch mal ein Weg, wir müssen generell neue Wege gehen. In allen Bereichen sind wir gezwungen, neue Wege zu gehen. Die Kommunen werden doch von Jahr zu Jahr immer mit weniger Geld ausgestattet. Wir müssen aus wenig viel bekommen oder machen. Und es ist schwierig, es ist einfach zu sagen, natürlich, da gebe ich Ihnen recht. Aber das waren meine Ansätze, ich habe nachgefragt und die Antworten habe ich bekommen. Gibt es denn diesbezüglich noch Fragen? Ja, dann würde ich gerne zu meinem letzten Punkt kommen. Integration. Integration, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn man sich so ein bisschen umschaut, stehen die Kommunen vor einer riesengroßen Herausforderung. Dadurch, dass wir keinen Wohnraum haben, sind wir gezwungen, die Menschen, die nach Hilfe ringen, in Container unterzubringen. Vielleicht ist es für einen Anfang oder für eine kurze Zeit eine Lösung, aber es ist keine Dauerlösung. Auf Anfrage
Einrichtung besuchen darf, habe ich ein ganz klares Nein bekommen. Dann habe ich mich an die Ausländer, beim Ausländerbetriebsrat gewendet, habe da mal nachgefragt. Auch die dürfen da nicht rein. Nur unter Voraussetzung mit einem Termin. Also man kann nicht einfach da reingehen und sagen, so, ja, ich bin Ausländerbetriebsrat, selbst der Vorsitzende darf da nicht rein. Also wie will ich dort nachvollziehen können, was dort geschieht, wie mit den Menschen umgegangen wird. Wird dort die Privatsphäre eingehalten? Nach dem Termin, jeder kennt das aus dem eigenen Beruf. Wenn ich weiß, dass ein Besuch vor der Tür steht, dann wird aufgeräumt, dann wird alles mal zurechtgerückt. Aber mal diese unkontrollierten Besuche, vor allem wenn es um Menschen geht, die sind natürlich nicht gegeben. Und klar kann die Kommune dafür nichts. Das ist auch wieder eine Ländersache. Aber das ist doch ein Unding. Das ist doch ein Unding. Und wir sitzen hier oder zu Hause oder wo auch immer, ahnungslos und nehmen das dann auch so hin. Sie wissen das. Ich habe es Ihnen jetzt gesagt, dass Sie da keinen Zutritt kriegen. Ich habe mit meinem Sohn seine Spielsachen ausgeräumt zu Weihnachten und wollte ja eine gute Geste tätigen und wollte durch Spielsachen vorbeibringen. Dann kam eine Frau zu mir, die hat die Spielsachen entgegengenommen, hat mir den Zutritt verweigert. Ich habe gesagt, ich würde die Spielsachen gerne den Kindern persönlich übergeben, weil es natürlich auch einem wieder was zurückgibt. Nee, darf ich nicht. Die Dame hat sich die Spielsachen aus der Tasche gezogen, hat sich die Spielsachen angeguckt. Mir kam es dann hinterher sofort, dass sie sich 3-4 Spielsachen rausgesucht hat für ihr eigenes Kind. Das kann ich, also so kam es mir vor. Ob sie es wirklich gemacht hat, weiß ich nicht. Aber das ist dann diese Wahrnehmung von Menschen oder teilweise auch Vereinen, die helfen möchten und denen dort auch die Regel vorgeschoben wird. Und da müssen wir wirklich gemeinsam, wenn wir eine bessere Zukunft, wenn wir eine bessere Gesellschaft haben möchten, vor allem was das Thema integrieren und die Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, mitzunehmen, müssen wir alle ja, erstmal vor der eigenen Haustür kehren und dann auch tätig werden. Denn ein Hinschauen und Tolerieren ist genauso schlimm, wie wenn man es selber macht. Es ist so. Denn mit Tolerieren verhindern Sie nichts, mit Tolerieren verbessern Sie nichts. Gibt es denn zu diesem Thema Integration von Ihnen irgendwelche Verbesserungsvorschläge, irgendwelche Wünsche, Äußerungen? Wirklich geil. Was ich auch noch zu dem Thema sagen muss, ist, dass ich gerne die Leute in ein soziales Jahr integrieren wollte. Das heißt, die Grundvoraussetzung, um auch ein soziales Jahr zu erfüllen, wo ich glaube, eine Sprachbarriere ist nicht jetzt eine Grundvoraussetzung, gilt dort die Arbeitserlaubnis. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dann ruft man bei Land an und fragt, warum ist das denn so? Warum kriegen die Leute keine Arbeitserlaubnis? Die Ämter sind überlaufen. So stellen Sie sich mal vor, Sie sind 24 Stunden in einem Container, mehr oder weniger eingesperrt. Was glauben Sie, wie Sie nach ein paar Tagen oder Wochen in Ihren Emotionen stehen? Wie würden Sie sich denn fühlen? Aber was soll man denn tun, wenn die Kapazität der Behörden einfach ausgeschöpft ist? Und
und das ist ja auch alle Amtsgerichte, die haben Schreibtische, da erkennt man gar nicht mehr das Holz unter den Akten. Was will man tun? Wir kommen immer wieder zum selben Punkt. Man könnte jetzt nochmal das Personal verstärken. Wenn ich Personal verstärken will, brauche ich einfach finanzielle Mittel. Und da hört meistens dann der Wunsch auf. Ja, aber ich gebe Ihnen ein bestes Beispiel. Was haben denn unsere Landwirte gemacht? Sie gehen auf die Straße. Ich rede nicht von Gewalt. Aber es wird Zeit, oder es ist schon längst überfällig, dass wir gemeinsam auf die Straße gehen. Und nicht nur, wenn es heißt, die Rechten. Ich wurde jetzt von einem Bürger gefragt, warum werden denn die Leute mit Migrationshintergrund nicht aktiver bezüglich Rechts? Weil die Menschen einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Die wollen einfach nur ihre Ruhe, die wollen Frieden haben. Die wurden vor 20, 30 Jahren abgewunken. Das habe ich in meiner Jugend erlebt. Der eine oder andere, der hier auch anwesend ist, kann das bezeugen. Da wurde abgewinkt. Da wurden wir nicht wahrgenommen, aber wir haben doch unsere Ausbildung hier gemacht. Wir sind zur Arbeit gegangen. Wir versuchen uns zu integrieren. Wir zahlen unsere Steuern. Aber wenn man ständig von der Gesellschaft abgewunken wird, belächelt wird, gar nicht so wahrgenommen wird, dann haben diese Menschen irgendwann mal keine Lust mehr, um Ansehen zu kämpfen, um versuchen, Gehör irgendwo zu finden. Und das ist es, wofür ich stehen möchte. Ich möchte Sie alle an die Hand nehmen, da hinten hingehen und Ihnen, und das würde ich wirklich sehr, sehr gerne, und Ihnen mal die Bedingungen zeigen, unter denen die Menschen dort leben müssen. Ich weiß, dass wir, auch nicht ich, was dagegen tun kann. Persönlich nicht, aber gemeinsam und nicht nur Korbe, auch andere Kommunen, ganz Deutschland, müsste mal langsam aufwachen und aus diesem Dornröschenschlaf rauskommen. Solange, und das ist wirklich, und das ist auch nachgewiesen, solange es vor Ihrer Haustür nicht passiert, zeigen die wenigsten Interesse. Das sieht man ja auch bei den Stadtratssitzungen, wenn es um bestimmte Sachen geht. Solange es nicht bei Ihnen vor der Haustür passiert oder um irgendeine Angelegenheit, die Sie vielleicht persönlich betrifft, wird kein Interesse gezeigt. Und das ist doch traurig. Ja, wir möchten sie Wohnungen schaffen. Denn nur so können wir ja diese Situation ändern. Wir haben aber nicht mehr genug Wohnungen. Das darf man auch an der Stelle nicht vergessen. Ist immer eine heiße Kartoffel, darüber zu reden. Ja, aber wir haben nicht mal genügend Wohnraum für deutsche Staatsbürger, die täglich einen Beruf nachgehen. Ich meine, da erzähle ich, glaube ich, niemandem was Neues. Dass die teilweise in den Mieten nicht bezahlen können, in Großstädten unter der Brücke schlafen, Arzthelfer. Und ich sage, wenn sie den Menschen helfen wollen, wo ich mich gar nicht gegen streue, ich finde das wichtig. Aber das ist der einzige Weg in meiner Überlegung ist, schaffen sie Wohnraum. Und da bin ich gespannt, wie sie das machen wollen. Ja, es gab ja vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her, die schönen Zeiten mit niedrigem Zins. Warum wurde denn da nicht von der Kommune das Geld mal in die Hand genommen und wurde Wohnraum geschaffen? Warum muss man denn immer als Kommune nur Investoren hier herbeiholen, die sowieso überteuerte Mieten aufrufen, um Profit zu erzielen? Da ist doch der Hund begraben. Eine Kommune kriegt tolle Zinssätze, kriegt super Geld. Man kann aus einer Million 10 Millionen machen. Man kann viel mehr bauen, hat am Endeffekt auch viel mehr Einnahmen. Warum hat die Kommune in den letzten Jahren nicht diesbezüglich investiert? Ich meine, dass es wenig Wohnraum gibt, das ist doch bekannt, aber auch hier in der Altstadt, wie viel Wohnraum steht leer, weil der Denkmalschutz solche extremen Auflagen uns vorschreibt. Ich verstehe vieles und ich verstehe auch, dass wir nicht den Fehler machen können, wie Berlin es gemacht hat, wie vielleicht Korbach vor 30 Jahren. Ich erzähle Ihnen mal unsere Geschichte.
Wir sind damals ehemalige belgische Gegend, also Weizsäcker Straße. Da bin ich als Jugendlicher auf ganz, ganz viele Kulturen geprasselt. Da waren Jugoslawen, da waren Türken, Russen, da waren Araber, Polen, Russen, da war wirklich alles vertreten. Und wie integriere ich aber denn die Menschen? So wie Berlin es gemacht hat, dass man dort klein Afghanistan macht, klein Türkei, wirklich alle Leute auf einen Haufen, dass wenn sie aus der Haustür rauskommen, sowieso nur ihre eigene Kultur, ihre eigene Sprache, oder verteile ich die Menschen unter den Einheimischen, die sich schon integriert haben? Ich glaube, das wäre der richtigere Weg. Die Leute nicht in eine Gegend wieder zwängen, sondern die wirklich auf viele Straßen verteilen. Sie unter uns zu holen. Ich glaube, ein Mensch, dem man mit einem Lachen begegnet, würde dann ganz anders reagieren, wie einer, der aus seinem Nest kommt und dort dann auf eine andere Kultur trifft. Denn das Problem auch mit den Großstädten, mit den Clans und so, das haben wir uns ja selber zuzuschreiben. Und das ist ja auch kein Geheimnis. Ja, und bezahlbarer Wohnraum ist wichtig. Und mehr Wohnraum ist noch wichtiger. Aber auch da, eine Kommune hat da ja nur begrenzte Mittel. Und die Landwirte haben es uns ja eigentlich im Großen und Ganzen vorgemacht, was man machen kann. Und auch diesbezüglich müssen wir das machen. Ich weiß, es ist immer einfach gesagt wie getan, aber wir müssen aktiv werden. Das müssen wir. Also wir selber haben in unserer Straße Ukraine aufgenommen und haben uns gesammelt und haben das alles übergeben. Da waren auch Kinder dabei oder ein Kind. Ja, und dann waren sie aber von heute auf morgen weg und keiner wusste, was jetzt eigentlich da passiert ist. Und auch die selber haben sich nicht versucht, irgendwie mal in unsere Straße zu integrieren. Und klar, es ist von Anfang alles viel, es ist gar keine Frage, dass man da als Fremder irgendwo in so eine Privatstraße reinkommt und naja, aber nur mal dazu, von wegen, dass man nichts macht, aber wenn Sie sagen, mit dem Lächeln jemand entgegenkommt, haben wir gemacht, aber wenn es von der anderen Seite auch nicht gewollt ist, also irgendwo ist das auch gut. Klar, das... Und das wird kein Einzelfall gewesen sein. Nein, um Gottes Willen, ich will auch nicht alles beschuldigen. Die schwarzen Schafe, die gibt es überall, die haben wir auch bei uns. Aber das Problem ist einfach, dass viele von denen, die jetzt da sitzen, das ist vielleicht auch gar nicht voll. Die sitzen da, weil sie geflüchtet sind, also vermutlich jetzt mal, das ist jetzt, ne? Und viele wollen es ja gar nicht angehen. Ja. Also, wir wollen das so oft, wir arbeiten in einem sozialen Verein, die wollen doch gar nicht. Und wenn man das manchmal halt so mitbringt, dann will man auch einfach gar nichts mehr dann machen. Das ist meine Ansicht. Ja. Also mir hat das gefallen, was Sie gesagt haben, gerade mit der Integration. Deswegen ist es nicht so einseitig, wie die Dame reden, sondern wir müssen fordern und fördern, das ist richtig. Das soziale Jahr klingt gut, ist eine gute Integrationsmöglichkeit, aber am Ende scheitert alles wieder an den Finanzen. Sie haben es angesprochen, das Geld in der Kommune wird weniger. Der bisherige Bürgermeister hat Schulden über Schulden angesammelt. Das kriegt wohl Ende des Jahres über 49 Millionen Euro. Die müssen die Bürgerinnen und Bürger auch bezahlen. Und deswegen, wie stellen Sie das finanziell vor, dass man das irgendwo umsetzt? Ja, der Kommune hat einmal diese Pflichtaufgaben und dann die Freiwilligen. Und es ist, so leid es mir tut, solange die Menschen nicht protestieren, und mehr Fälle, ja, ich weiß, es ist immer einfach gesagt, aber solange die Menschen nicht protestieren und vom Bund mehr verlangen, umso mehr Kürzung kriegen wir. Wenn man weiß, dass der Landkreis nächstes Jahr, Sie sagen es, 50 Millionen, haben Sie recht, Landkreis wäre nächstes Jahr aber 18 Millionen mehr, was aufgeteilt knapp circa 2 Millionen heißt, 2 Millionen weniger. Wenn man weiß, dass wir dieses Jahr die schwarze Null geschrieben haben, die Pläne für die nächsten 3 Jahre schon gemacht sind, dann wissen Sie doch, das ist ja eine Milchmädchenrechnung, dass wir nächstes Jahr noch weniger zur Verfügung haben. Aber ja, aber noch einmal,
Solange doch kein Aufschrei von der Bevölkerung kommt, sind Sie oder glauben Sie wirklich, dass dann da oben irgendjemand kommt und sagt, ja, dem geht's doch gut? Ich meine, das weiß doch jeder. Solange man sich nicht wehrt, wird von oben getan. Ja, es ist wirklich so. Man sieht das ja auch mit dem Wohnraum. Es ist ja bekannt, dass kein Wohnraum da ist. Zumindest kein bezahlbarer Wohnraum. Dann möchte ich ein bisschen widersprechen, weil insgesamt von der Finanzierungsseite her ist es so, wir werden von oben nichts kriegen. Stichwort Schuldenbremse. Also das heißt, wir können es nur von uns selber regeln. Da geht es nur, indem wir dieses Geld, das wir als Einnahmen haben, umwidmen. Also wir müssen Kosten massiv einsparen. Das ist das Problem. Genau. Und dann fällt natürlich das, oder dieser Teil, der freiwillig ist, sprich Vereine etc., die kommen dann halt kürzer. Denk an die großen Kostenblöcke. Die Betriebskosten, die Personalkosten gehen jetzt über 18 Millionen Euro in Vorrat. Das ist ein Ansatz in der Firma, den ich auch damit nehmen muss. Natürlich, aber da gilt es, dies auszuarbeiten. Man muss gucken, an welchem Personal wir wirklich einsparen können. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, wenn ein Platz mit einem 20-Jährigen besetzt ist und man dann einen Arbeitsplatz hat, der vielleicht, wo der Mitarbeiter die nächsten ein, zwei Jahre ja, seinen Platz räumt, weil er in seinen verdienten Ruhestand geht, dann muss da aber auch ein zweiter Mitarbeiter mit dran einen Arbeitsplatz, um angelernt zu werden. Es ist eine schwierige Geschichte, ja, da gebe ich Ihnen recht. Und da muss man schauen, wo man einspart. Aber Fakt ist, dass nicht nur nächstes Jahr, sondern auch das nächste Jahr darauf und das nächste Jahr darauf immer weniger zur Verfügung steht. Außer man holt sich das Geld von den Bürgerinnen und Bürgern und von den Gewerbetreibenden, indem man sagt, man erhöht die Steuer. Wollen Sie das? Ich glaube, und dafür bin ich auch, dass das der letzte Weg sein sollte, indem wir die Steuern erhöhen. Denn zu den heutigen Zeiten bleibt doch den meisten Bürgerinnen und Bürgern sowieso kaum mehr was am Ende des Monats. Ja, dann kommen wir zum Ende. Wie Sie sehen, ich möchte mich noch einmal bei Ihnen entschuldigen für meine Nervosität und Ihnen aber trotzdem ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Und bitte gehen Sie wählen, es ist wichtig. Wir haben dieses Privileg in unserem Land, wo wir noch wählen gehen können. Wählen Sie für ein besseres Europa und wählen Sie für die Person, mit der Sie sich am meisten identifizieren können. Wo Sie sagen, ja, er wird am meisten sich für mein Wohl, für meine Nöten einsetzen. Nicht für irgendeine Ideologie oder für irgendeine Parteiarbeit. Bitte gehen Sie wählen und tun Sie das Richtige. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Erscheinen und kommen Sie gut nach Hause.